BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der NBW-Deal wurde offenbar früher eingefädelt als bislang behauptet. Nach Informationen des SWR soll Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus bereits im Oktober 2010 mit dem französischen Energiekonzern EDF über einen möglichen Rückkauf der NBW-Anteile verhandelt haben. Das gehe aus internen Mails hervor. SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss Andreas Stoch wirft Mappus jetzt vor, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Auch beim Kaufpreis der NBW-Anteile gibt es neue Entwicklungen. Ein neues Gutachten hält den Kaufpreis für angemessen und fair, kritisiert aber die Art und Weise, wie verfahren wurde. Die CDU fühlt sich durch das Gutachten derweil bestätigt. War der Kaufpreis für die NBW angemessen oder nicht? Wurde Steuergeld verzockt? Ein Gutachten der Landesregierung hätte diese Frage eigentlich längst klären sollen. Doch die CDU lässt beim Thema Kaufpreis nicht locker. Ein neues Gutachten liegt auf dem Tisch, von Union und FDP in Auftrag gegeben. Es zeigt Mängel im Verfahren auf. Es bestätige laut Fraktionschef Peter Haug aber auch, dass das Land nicht zu viel gezahlt hat. Wir können heute davon ausgehen, dass der Kaufpreis, der damals vereinbart wurde, in einem Rahmen lag, der unter den damalig obwaltenden Umständen als fair zu bezeichnen war. In der Schlussfolgerung muss man auch sagen, wenn dem so ist, dann rechtfertigen sich auch keine Schadensersatzforderungen. Stefan Mappus und Dirk Notheis entlastet das Gutachten aber nicht, meinen Grüne und SPD. Sie verweisen im Gutachten auf Mängel bei der Ermittlung des Kaufpreises. Die Gutachter halten es demnach für unverständlich, warum Mappus und Notheis keine zweite Meinung einholten. Die CDU teilt die Kritik. Die Union hält sie aber für nicht entscheidend. Unsere Kritik besteht darin, im Verfahren, dass keine weiteren Meinungen eingeholt wurden. Das wäre, glaube ich, der Sorgfaltspflicht angemessen gewesen. Schlussfolgerung, deshalb ist der Kaufpreis nicht von vornherein falsch. Dass am Ende nur Notheis Bank, Morgan Stanley, den Kaufpreis geprüft hat, also die Bank, die den Deal betreut und natürlich ein Honorar je nach Höhe des Kaufpreises einstreicht, sei ein möglicher Interessenskonflikt. So heißt es im Gutachten, die CDU bleibt in der Defensive. Es wird angesprochen, dass das qualitätsmindernd ist, dass die in der Transaktion beteiligt waren, die diese Fairness-Opinion erstellen. Aber sie wird dennoch nicht in der Qualität so gemindert, dass die Gutachter zum Schluss kommen, so kann man nicht zu einem Ergebnis kommen, fair und angemessen. Für absurd hält es Uli Scherl, Grünen Obmann im Untersuchungsausschuss, dass die CDU es versäumt, das System Mappus zu überwinden, indem sie erneut in die Verteidigerrolle zurückfalle. Die Gemeinschaftsschule bleibt Streitthema. Die CDU-Fraktion hat das Kultusministerium heute aufgefordert, die zweite Bewerbungsrunde für Gemeinschaftsschulen zu verschieben. CDU-Schulexperte Georg Wacker fordert, neue Gemeinschaftsschulen erst dann zuzulassen, wenn die von Grün-Rot angekündigte regionale Schulentwicklungsplanung abgeschlossen sei. Damit sei frühestens im Frühjahr 2013 zu rechnen. Das bisherige Bewerbungsverfahren motiviere zu Konkurrenzkämpfen zwischen den Schulträgern. Das Kultusministerium winkt ab. Es sei weder sinnvoll noch rechtlich umsetzbar, die Frist für das laufende Antragsverfahren bei neuen Gemeinschaftsschulen zu verschieben, sagt Kultusministerin Waminski-Leithäuser. Die Ratingagentur Moody's hat auch den Ausblick für die Landesbank LBBW auf negativ herabgestuft. Dieser Schritt könne die Vorstufe für die Senkung des Ratings sein. Erst gestern hatte Moody's den Ausblick für Baden-Württemberg herabgesenkt. Seit Jahren klagen die Bewohner Tübingens über eine marode Bauruine vor der Altstadt. Sie gilt als Schandfleck, doch jetzt muss die Ruine weichen. Oberbürgermeister Boris Palmer hat selbst zum ersten Barrebiss angesetzt. Die Schaufel des Baggers setzt an. Es ist der Anfang vom Ende für ein eher unrühmliches Tübinger Bauwerk. Am Steuer des Baggers sitzt Oberbürgermeister Boris Palmer. Das Stadtoberhaupt hat sichtlich Spaß am Einreißen der ersten Mauern. Schaufel um Schaufel arbeitet er sich mit Hilfe des schweren Geräts vor und die ohnehin schon marode Betonwand bröckelt dahin. Ein Triumph für den Oberbürgermeister, der nur zu gerne selbst in das Baggerhäuschen gestiegen war, um Tübingens Schandfleck in Staub und Schutt zu verwandeln. Es
Sehr viele Menschen haben ja wirklich von mir persönlich erwartet, dass ich diese Ruine beseitige. Und deswegen war es jetzt auch symbolisch richtig, hier selbst Hand anzulegen und die ersten Baggerbisse vorzunehmen. Ich habe für die ersten 2, 3 Anleitungen gebraucht, aber nachdem ich verstanden hatte, dass man auch hier mit der großen Maschine sanft vorgehen muss und einfach Stein für Stein lockern, ging es sehr schnell voran. Und ich finde, das Tagewerk kann sich sehen lassen. Der Ruine letzte Wochen haben geschlagen. Längst war die Ruine vielen Tübingern ein Dorn im Auge geworden. 1998 hatte ein Privatinvestor mit dem Bau begonnen. Sein Plan, ein großes Konzerthaus für Tübingen. Aber ihm ging das Geld aus und so bekamen die Tübinger statt eines kulturellen Raumes einen verwaisten Betonklotz. Nachdem viele Ideen gescheitert waren, hatte die Stadt 2011 Grundstück und Gebäude für 2 Millionen Euro gekauft. Nach 12 Jahren des Wartens geht es jetzt ganz schnell. Bis in 6 Wochen soll dieser Bau weg sein. Nach den Sommerferien ist der Blick an der Blauen Brücke frei auf die Stadt. Das wird aber hoffentlich oder leider nur eine kurze Zwischenphase sein. Es soll hier ein Hotel entstehen. Wir werden sicher auch Wohnungen zur Steinlach hin haben. Es ist auch eine eingeschränkte Handels- und Gastronomienutzung denkbar. Wir hoffen, dass dann hier auch eine Grundsteinlegung in den nächsten 2 Jahren gelingt. Tübingen ohne Schandfleck. Bald schon wird der nie vollendete Rohbau nur noch Teil der Stadtchronik, nicht mehr aber der Stadtkulisse sein. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen wird's noch mal richtig warm in Baden-Württemberg. Bis zu 35 Grad in Mannheim und bei Offenburg. Und kurz hinter diesen Spitzenwerten liegt gleich die Landeshauptstadt mit bis zu 34 Grad. Dazu nur wenige Wölkchen am Himmel und Sonnenschein in großen Teilen des Ländles. Am Samstag kann es vor allem im Osten bei Ulm, im Süden rund um Konstanz und Südwesten bei Freiburg zu kleinen Wärmegewittern kommen. In Stuttgart bleibt es bei 26 Grad weiterhin sonnig, allerdings mit ein paar Wolken mehr am Himmel. Die Gebäude in und um das Humbis-Quartier haben eine mehr als 1000-jährige Geschichte vorzuweisen. Der letzte Bewohner hat bis 2005 dort gelebt. Wo ließe sich wohl besser einen Eindruck von verschiedenen Epochen und ihren Eigenheiten gewinnen, als an einem solchen Originalschauplatz? Das Museum Humbis-Quartier zeigt die Geschichte Ravensburgs von der Zeit der Welfen um 1100 bis heute. Jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 18, donnerstags sogar bis 20 Uhr. Das Deutsche Bauernkriegsmuseum in Böblingen erinnert an den Kampf der Bauern für mehr Freiheit. Es zeigt die Wünsche und Ziele des einfachen Volkes und seinen publizistischen Kampf mit Flugblättern und blanken Waffen. Ein Zinnfiguren-Diorama rekonstruiert detailgenau eine der blutigsten Schlachten des Krieges im Jahre 1525. Damit bietet das Museum einen Überblick über Entstehung, Verlauf und Ende des Deutschen Bauernkrieges von 1524-25. Geöffnet ist immer mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. 1886 meldete der Mannheimer Karl Benz einen Motorwagen zum Patent an, die Geburtsstunde des Automobils. Doch mit der Erfindung von damals haben die Autos heute nur noch wenig gemeinsam. Eine Reise durch die Geschichte bietet das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart immer dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck. Das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de